Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Etwas über Sprachtechnologie und Hörtechnologie in Karlsruhe zu erzählen, ist sowas wie Eulen nach Athen zu bringen. Ne? Und es ist mir eine ganz besondere Freude, hier ein wenig über unsere Arbeiten zu erzählen. Wir haben ja festgestellt, es ist hier wirklich tiefstes Süddeutschland. Ne? Deshalb muss ich Ihnen erstmal sagen, wo Oldenburg überhaupt ist. Ne? Also Oldenburg ist ganz im Norden, ne? Da dicht an der holländischen Grenze. Und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Verbindung in Hannover, mit allem, was rund um das Thema Hören wichtig ist, vom Hörgerät und Audiosystemen, was wir primär in Oldenburg machen, und implantierbaren Hörsystemen, was primär in Hannover läuft, im sogenannten Auditory Valley, wo man trockenen Fußen, eigentlich nassen Fußes, Hunde runter, Weser hoch, aller Leine, dann ist man in Hannover. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den schönen Tälern, die Sie hier alle haben, aber trotzdem, der Versuch ist es wert. Innerhalb dieses Clusters, wo eben auch das Exzellenzcluster hier in Vorall ist, sind wir insbesondere daran interessiert, Verbesserungen für Menschen mit Hörschädigungen zu bringen. Jetzt fragen Sie sich, ist das überhaupt eine relevante Größe? Nun ist es so, dass Schwerhörigkeit die häufigste Sinnesbehinderung ist bei Menschen. Etwa 15-18% der Bevölkerung ist betroffen und es nimmt im Laufe des Alters zu. Also im Neugeborenenalter ist das Risiko, an einem behandlungsbedürftigen Hörverlust erkrankt zu sein, noch relativ gering, also etwa 0,3% der Neugeborenen. Und dort muss man sehr früh intervenieren. Innerhalb des ersten halben Jahres, des ersten halben Lebensjahres, sollte man nach Möglichkeit eine Hörunterstützung liefern, sei es ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat bei wirklich beidseitiger Ertaubung, um eine normale Sprachentwicklung, eine normale Sprachanbahnung anzubahnen. Denn die Tauben ist im Niederdeutschen die Doven, ne, und das hat schon seine Bedeutung. Die alten Griechen wussten das schon, Kant hat das mal ganz treffend bemerkt, wer nicht sieht, verliert den Kontakt zu den Dingen, aber wer nichts hört, verliert den Kontakt zu den Menschen. Und deshalb ist das eben unser primärer Kommunikationssinn, um auch uns mitzuteilen und auch die Umwelt auf uns einwirken zu lassen. Nun nimmt im Laufe des Lebens die Hörfähigkeit ab, also bei den 65-Jährigen ist etwa jeder Zweite, bei den über 70-Jährigen etwa 60% betroffen. Und zunehmende Hörverlust, den unsere Bevölkerung hat, ist vorwiegend diesem demografischen Wandel geschuldet, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dagegen nimmt dieser Effekt von Disco und Walkman und MP3-Player eigentlich keine so eine signifikante Größe ein. Nicht? Böse Zungen haben immer gesagt, ja, mit Fraunhofer sind wir ganz gut aufgestellt, sie haben ein gutes Geschäftsmodell, mit MP3 machen wir sie erstmal taub. Und mit den Hörgeräten, ja, ne, da kompensieren wir das wieder, ne, ist stabil, aber das ist nicht so ganz ernst gemeint, weil eben dieser Effekt, dass man mit MP3-Playern oder mit Freizeitlärm etwas statistisch Wirksames bewirkt, ist noch viel zu gering ausgeprägt. Insofern ist die Hauptgruppe eigentlich die Alten, die im Laufe des Lebens immer ein höheres Risiko haben, einen Hörverlust zu erleiden. Und das ist nicht so eine ganz triviale Sache. Wieso das Hören nicht so eine ganz einfache Sache ist, möchte ich Ihnen gleich an einem einfachen Experiment demonstrieren. Ich bin ja sowohl Physiker als auch Arzt und als Physiker will man immer erst ein Experiment machen. Also Sie hören jetzt ein ganz einfaches Experiment, Sie hören erstmal einen Ton. Schön laut, ja. Nicht so sonderlich schlimm, ne? Hoffe ich zumindest. Aber ich kann es noch ein bisschen runterdrehen. Gut. Und Sie hören jetzt auf dem anderen Lautsprecher einen anderen Ton, der in der Frequenz sich ändert. Der kommt aus dem Lautsprecher, der fährt immer von 2 bis 2,8 kHz hoch. Wenn wir jetzt beide Töne gleichzeitig anbieten, dann würden Sie ja erwarten, dass man nur zwei Töne hört. Ne? Nämlich einen festen und einen, der in der Frequenz hochgeht. Aber wenn Sie genauer hinhören, werden Sie merken, Sie hören noch einen dritten Ton, vielleicht sogar noch einen vierten. Ein Ton, der in der Frequenz nicht
hochgeht, sondern runtergeht oder der bei ganz tiefen Frequenzen anfängt. Und hören Sie mal, ob Sie diesen dritten Ton hören. Wenn Sie den nicht gleich hören, dann müssen Sie vielleicht mit dem Kopf hin und her wackeln, weil es gibt nämlich oft stehende Wellen mit Minima, und wenn Sie zufällig in einem Minimum sitzen, dann haben Sie es vielleicht nicht gehört. Wer hat denn jetzt den dritten Ton gehört? Okay, nee, noch nicht. Also vielleicht machen wir nochmal. Das sind jetzt die beiden Töne. Ja, ich hoffe vielleicht, dass Sie es jetzt zum größten Teil gehört haben. Wenn Sie es nämlich gehört haben, ist das ein Zeichen, dass Sie halbwegs normal hören können. Was Sie gehört haben, ist nämlich das, was man bei einer Stereoanlage nicht haben wollte, der Klirrfaktor. Die sogenannten Distorsionsprodukte, die entstehen bei einer nichtlinearen Verarbeitung von zwei Tönen bei unterschiedlichen Frequenzen. Das ist also eher ein Zeichen, dass unser Ohr kein Hi-Fi-System ist, kein ideales Übertragungssystem, sondern ziemlich doll klirrt, also den Hi-Fi-Test nicht überstehen würde. Trotzdem sind wir in der Lage, mit unserem Gehör genau bei einer Stereoanlage zu sagen, klingt die jetzt gut oder klingt die nicht so gut. Das Problem ist deshalb so ähnlich, wie es auch Helmholtz seinerzeit gesagt hat, für die Optik. Er hat gesagt, wenn ein Optiker ein so schlechtes Instrument bauen würde, wie das menschliche Auge, würde er den sofort entlassen. So ähnlich ist das vielleicht auch für das Ohr. Also das Ohr ist an sich ein schlechtes, ganz, ganz schlechtes akustisches Instrument, das sehr stark verzerrt. Und offensichtlich schafft es unser Gehirn mit den Verzerrungen, die unser Ohr produziert, so im täglichen Leben hinzukommen, dass es eben alles wunderbar klingt und wir in der Lage sind, trotzdem die kleinen Nuancen zu unterscheiden. Und wie kriegen wir jetzt raus, wie unser Gehirn das schafft? Als Physiker hat man da auch seine Vorgehensweise, ne? Nämlich man nimmt das Wechselspiel zwischen Experiment und Theorie und man stellt erstmal ein Modell auf. Und das ist auch typischerweise die Vorgehensweise, die wir in unserem Exzellenzcluster wählen. Wir gucken uns an, welche Probleme treten bei so einer Szene, Kommunikation in schwierigen akustischen Situationen auf und machen dafür ein Hörmodell, wo wir eben versuchen herauszufinden, wie setzt im menschlichen Gehirn der Mensch die akustischen Signale, die auf der einen Seite einkommen, in irgendwelche Perzepte, in irgendwelche Wahrnehmungen um und welche Verarbeitungsstufen gibt es dabei. Und dieses Modell kann man nicht nur so aus der hohlen Hand schaffen, sondern man muss dazu immer einen Vergleich zum Experiment machen. Dieses Experiment führen wir eben mit Patienten oder mit freiwilligen Versuchspersonen, aber auch mit Tieren durch. Unsere Kollegen in der Biologie machen dieselben psychophysikalischen Experimente, die wir mit unseren Versuchspersonen machen, mit ihren Gerbils oder also Wüstenrennmäusen, ne, oder ihren Eulen, und können die da ganz exakt trainieren. Und man kann dann immer feststellen, ob die Vorhersage, die wir mit unserem Modell machen, mit den tatsächlichen Messungen übereinstimmt oder ob wir an dem Modell noch was drehen müssen. Und andererseits können wir auch anhand des Modells kritische Frage stellen und diese kritische Fragestellung an das Experiment richten und das Experiment so ausrichten, dass wir damit bestimmte Bestandteile des Modells evaluieren können. Wenn das Modell halbwegs stabil ist, und wir haben schon ein relativ gutes Hörmodell, dann kann man damit auch technische Systeme besser machen. Und diese technischen Systeme können von Spracherkennern, das ist der Fokus hier gewesen, über Hörgeräte bis hin zu MP3-Playern oder anderen Codierungs- und Mensch-Maschine-Geräten rangieren. Und es ist möglich, durch die Interaktion zwischen den technischen Systemen und dem Modell dann immer diese technischen Systeme auch zu verbessern. Nun, das ist so ein bisschen der Fahrplan, den wir heute in der nächsten Dreiviertelstunde versuchen, einmal durchzugehen. Ich versuche Ihnen einen kleinen Einblick zu verschaffen in die Sichtweise der Medizin auf der einen Seite auf das Ohr und auf die physikalische Sichtweise. Aus der Medizin sieht es einfach relativ einfach aus. Das Ohr hat drei Bestandteile: Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Und die Funktionen sind eben so, dass das Außenohr den Schall bündelt und mit dem Bestandteilen des Mittelohrs, also den
Mittelohrknöchelchen haben wir am Steigbügel den Schall übertragen vom Luftschall, der mit einer großen Membran aufgenommen wird und auf eine kleine Fläche übertragen wird. Dadurch ist es möglich, den Luftschall auf den Wasserschall ohne große Verluste zu übertragen, also das Problem zu überwinden, was wir normalerweise haben an Oberflächen zwischen Luft und Wasser. Deshalb kann man normalerweise, wenn man taucht, nicht hören, was oberhalb des Wassers passiert und umgekehrt, weil an der Wasseroberfläche der ganze Schall reflektiert wird. Als unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren in seinerzeit vom Wasser ans Land gingen, hat die Natur sich das Prinzip ausgedacht, eine große Fläche zu nehmen und das mit einer kleinen Fläche zu verbinden und dadurch den Luftschall in Wasserschall zu transformieren. Und dann kann dieser Wasserschall in der Schnecke sich ausbreiten, in der Cochlea, und an unterschiedlichen Stellen werden die unterschiedlichen Frequenzen abgebildet und werden dann zu Nervenerregungen aktiviert, die mit dem Hörnerv ins Gehirn gelangen. Diese Aktion des Innenohrs bei der Wahrnehmung von verschiedenen Frequenzen kann man sich auch etwas akustisch näher bringen. Also die tiefen Frequenzen werden ganz am Anfang abgebildet, also tiefe Frequenz vielleicht hier. Ja. So, und die etwas höheren Frequenzen ganz am Anfang. Mal gucken, ob Sie das noch hören. Ja. Gut, wie ist es bei dieser Frequenz? Wer kann diese Frequenz noch hören? Ja, nochmal. Ja, wer kann das hören? Ja, mal bitte zeigen, wer kann das hören? Gut, super. Ich habe das nämlich mal bei der Kinderuni gezeigt. Ne? Alle Kinder können es hören, alle Erwachsenen nicht. Ne? Und das waren 16 Kilohertz. 16 Kilohertz. Und die Boxen übertragen das noch, das ist klar. Aber ich kann es leider selber auch nicht mehr hören, bei dieser Intensität. Ja, ein bisschen. Ah, gut. Gut. Aber das ist ein relativ unzuverlässiger Hörtest. Ne? Und ich habe bei der Kinderuni auch gezeigt, es kommt gar nicht darauf an, dass man die hohen Frequenzen hört. Es kommt darauf an, was man aus dem, was man denn hören kann, auch tatsächlich macht. Ne? Also da haben die Älteren gegenüber den Jüngeren durchaus noch einen gewissen Vorteil. Nun, das ist das Ohr aus Sicht der Medizin. Aus Sicht der Physik sieht das vielleicht so aus. Wir haben eher Funktionseinheiten, die jeweils eine gewisse Signalverarbeitungsoperation durchführen, also den Schall in verschiedene Frequenzen aufspalten, dann in jedem Frequenzband eine sogenannte Kompression durchführen, also den hohen Pegel, die hohen Lautstärken zusammendrücken, erniedrigen und die tiefen Pegel, die kleinen Lautstärken verstärken. Eine Modulationsfilterbank, die den Schall in verschiedene Rhythmen, in verschiedene Modulationen zerlegt, und eine binaurale Störschallunterdrückung, die den Vergleich zwischen rechts und links durchführt und dadurch es uns vermittelt, dass wir Störschall unterdrücken können und den Nutzschall hören können und dass wir uns auch in Räumen gut verständigen können. Einen Effekt des binauralen Hörens können Sie selber mal einfach auschecken, wenn Sie sich einfach ein Ohr zuhalten und mir weiter zuhören, dann werden Sie plötzlich feststellen, wie hallig dieser Raum ist und wie viele Nebengeräusche es hier gibt und wie schrecklich ist es eigentlich, wenn man mit nur einem Ohr dem zuhören muss. Und dann werden Sie sofort merken, okay, das binaurale Hören hat doch etwas. Und die Physik versucht dann, ein Modell aufzustellen auf dem Rechner, bei dem eben die Übertragung von dem Schallsignal in diese interne Repräsentation exakt beschrieben wird. Und diese Übertragung wird nur durch das interne Rauschen gestört. Und man kann dann mit einem optimalen Erkenner, Mustererkenner, vorhersagen, wie gut oder wie schlecht man irgendwelche Bestandteile des akustischen Signals von dem Hintergrund unterscheiden kann oder nicht. Also das heißt, dieser Erkenner, da setzen wir voraus, dass der mehr oder weniger ideal und optimal ist und dass die ganzen Störungen, die auftreten, alle möglichen Störungen, die man ausmessen kann, dass die auf dem Weg von dem Schallsignal zu dieser internen Repräsentation passieren. Und diese Störungen werden wir im Weiteren auch uns noch ein bisschen genauer angucken. Die können einerseits peripher auftreten, das heißt also bei der Aufteilung verschiedener Frequenzen in dem Innenohr, bei der Kompression, also bei der Verstärkung der
niedrigen Pegeln und Abschwächung der hohen Pegel. Sie können aber auch beim binauralen zweiohrigen Hören auftreten oder Sie können sich durch ein internes Rauschen bemerkbar machen. Und unsere Aufgabe ist es, in der Diagnostik sozusagen die entsprechenden Tests und Fragestellungen an Patienten zu stellen, um herauszufinden, an welchen dieser Stellen ist denn das Problem und wie muss ich jetzt zum Beispiel ein Hörgerät bauen, um das genau zu kompensieren. Gut, wie immer bei so einem komplizierten System fangen wir erstmal ganz leicht an. Ne? Fangen wir erstmal in der Peripherie an. Erstmal hier bei der klassischen Frequenzanalyse. Das ist ja etwas, was schon Hermann von Helmholtz sich ausgedacht hat. Er hat 1870 das Buch geschrieben, Die Lehre von den Tonempfindungen. Das war die erste richtig gute physiologisch und physikalisch begründete Hörtheorie. Aufgrund dessen ist dann Hermann von Helmholtz, der eigentlich Physiologe war, immer mehr in Richtung Physik gewandert, bis er dann zum Schluss als Reichskanzler der deutschen Physik die Physikalisch-Technische Reichsanstalt ja gegründet hat. Und er hat diese Helmholtz-Resonatoren so konstruiert, dass man immer so eine kleine Öffnung hat und einen Hohlraum und man hat auf der anderen Seite ein kleines Loch, in dem man reinhören kann. Und man kann dann die akustische Umwelt dadurch filtern und die tiefen Frequenzen, die treten hier bei den hohen, bei den großen Resonatoren auf. Und im Hörgarten, im Haus des Hörens, haben wir so eine Filterbank von Helmholtz-Resonatoren, passiven Helmholtz-Resonatoren aufgebaut. Und da kann man das mit eigenen Ohren mal nachvollziehen, wie so eine Teiltonreihe nach Helmholtz sich anhören würde. Also das ist die erste Resonanztheorie des Ohres. Nach Helmholtz würde eben voraussetzen, dass das Ohr so läuft wie so ein Resonanzfilter. Heute weiß man, dass das nicht so ganz der Fall ist. Ne? Auf den Arbeiten von Ranke und von Bekeschi. Bekeschi hat 1960 dafür einen Nobelpreis gekriegt. Wissen wir, dass die Ausbreitung der Wellen im Innenohr mehr einer Wanderwelle funktioniert. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Das ist hier so ein etwas vergrößertes Modell der Cochlea. Also die Cochlea, das Innenohr des Menschen ist vielleicht so groß und dieses Modell, das ist so groß, also leicht vergrößert und die Frequenz ist auch etwas herunterskaliert. Also anstelle von 20 Hertz bis 20 Kilohertz geht dieses Modell von 5 Hertz bis 50 Hertz, also etwas andere Dimension. Da ist es so, dass auf der einen Seite die Anregung mit einer Schwingung hier reinkommt, also sozusagen die Aktion des Steigbügels bewirkt hier, dass eine Flüssigkeit in Schwingung gerät. Unten ist ein kommunizierender Kanal und nach oben sind Röhren, die sind mit Flüssigkeit gefüllt und mit zunehmendem Abstand nimmt die Masse zu, das heißt der Flüssigkeitsstand in den Röhren nimmt linear zu, also das heißt die Masse nimmt linear zu und über den Röhren ist ein Luftpolster eingepfercht, also die Luft von den, die hier eingeschlossen ist, die wirkt als eine Art Luftpolster. Und die Größe dieses Luftpolsters nimmt exponentiell zu, sodass hier ganz am Ende man eine ganz schlappe Federung hat, also eine ganz nachgiebige Feder und am Anfang eine ganz steife Feder. Und eine steife Feder mit einer kleinen Masse macht eine hohe Resonanzfrequenz und eine große Masse mit einer schlappen Federung macht eine niedrige Resonanzfrequenz. Und deshalb kann man sich vorstellen, dass die hohen bis mittleren Frequenzen hier abgebildet werden und die ganz niedrigen Frequenzen hier am Ende abgebildet werden, bei der hier abgewickelten Cochlea. Das kann ich Ihnen auch mal an einem Video verdeutlichen. Ich hoffe, dass das läuft mit dem Video. Ja, hier geht es von links nach rechts. Wir fangen bei hohen Frequenzen an und das Wasser fängt fast an zu kochen, weil hier bei der hohen Frequenz das Maximum am Anfang auftritt. Jetzt wird die Frequenz langsam runtergefahren und das Maximum der Auslenkung geht immer weiter nach rechts und dadurch kann man ein bisschen sehen, wie die unterschiedlichen Frequenzen auf der Basilarmembran im Innenohr voneinander getrennt werden. Gut, soweit so gut. Jetzt wissen wir, wieso die Frequenzen an die verschiedenen Stellen in der Basilarmembran ankommen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wie wird das ans Gehirn mitgeteilt? Das macht das Innenohr mit dem sogenannten kortischen Organ. Die Basilarmembran ist hier also als die Trennmembran zwischen zwei Kompartimenten aufgetragen und wenn die Schwingung reinläuft, dann
wackelt die Basilarmembran immer hoch und runter. Und diese Schwingung, die diese Basilarmembran hoch und runter zum Schwingen anregt, die führt dazu, dass die Tektorialmembran oder Deckmembran, dass die leicht gegenüber der Basilarmembran abgeschert wird. Und das führt dann zu so einer Bewegung, so einer Relativbewegung, so ähnlich wie Sie es vielleicht merken, wenn Sie Härchen auf der Hand haben und mit der Handfläche darüber streichen, dass die Härchen, die hier oben sind, das sind die Haare der Haarzellen, dass die leicht abgeknickt werden. Also das heißt, die Bewegung, die hier hoch und runter geht, führt zu einer Scherbewegung zwischen Tektorialmembran und Basilarmembran, zu einem Abknicken der Härchen. Und das ist der eigentliche Sinnesreiz. Wir unterscheiden da zwischen den inneren Haarzellen, einer Reihe von inneren Haarzellen, die wirkt sowas wie, hat die Wirkung wie Mikrofone, und den drei Reihen von äußeren Haarzellen, die sind ja auch zum Teil verbunden mit der Tektorialmembran, die wirken sowas wie Lautsprecher, die sind nämlich in der Lage, sich aktiv zu kontrahieren und eine einmal einlaufende Schwingung zu unterstützen. Das kann man sich so vorstellen, wenn man ein Kind auf einer Kinderschaukel hat und man stößt das an, nach einer Zeit hört das wieder auf zu schwingen und hat deshalb keine sehr hohe Sensitivität gegenüber den Anschubsern. Wenn man das Kind aber anschubst und es bewegt sich selbst vor und zurück, führt das dazu, dass die einmal eingeleitete Schwingung immer weitergeht und sich aufschaukelt und dass dadurch die Empfindlichkeit gegen so einen kleinen Anschubs deutlich größer wird. Und so funktioniert es auch beim Innenohr. Die äußeren Haarzellen sind in der Lage, durch aktive Kontraktionen sich auch sozusagen im Takt der Musik so zu bewegen, dass die einmal eingelaufene Schwingung der Basilarmembran verstärkt wird und dass dadurch eine wesentlich höhere Sensitivität gegenüber kleinen Schwingungsamplituden auftritt. Sie sind dabei so sensitiv, dass sie an der Schwelle, also die, bei der kleinsten wahrnehmbaren Auslenkung, eine Auslenkung der Haare in der Größenordnung von 0,04 Grad oder 3,5 Nanometer Auslenkung detektieren können. Also das 35-fache des Durchmessers des Wasserstoffatoms ist noch vom Innenohr detektierbar. Und das ist für mich immer eine der wahnsinnigen Leistungen, die unser Gehör aufbringt. Dass diese Haarzellen daran schuld sind, das kann man auch im Video demonstrieren von Jonathan Ashmore. Hier ist eine einzelne Haarzelle unter dem Mikroskop einer Musik ausgesetzt. Und jetzt achten Sie auf den oberen Pol, wie die Haarzelle sich bewegt. So, ich könnte dem stundenlang zugucken, aber ich glaube, das ist jetzt heute nicht angesagt. Ist die Frage, wie setzt man das jetzt in ein Modell um, wenn es um die Informationsverarbeitung geht? Also die direkte Umsetzung ist eine nicht-lineare Filterbank. Wir hatten vorher bei Helmholtz ja die linearen Filter gesehen und auch die Basilarmembranmechanik mit so einer einfachen Massefederung wäre noch was Lineares. Aber die Haarzellen bewirken eben bei niedrigen an Intensitäten eine Verstärkung und bei hohen Intensitäten sättigen sie, also eine geringere Verstärkung. Und das ist typisch für die Nichtlinearität, die in der, im Ohr und im Innenohr auftritt. Man kann das sich so vorstellen, dass man ein lineares, breites Filter hat und zusätzlich noch ein schmales Filter, F2, was im Prinzip die Aktion der äußeren Haarzellen beinhaltet. Und dass eine instantane Kompression, also eine Verstärkung bei kleinen Pegeln und eine Abschwächung bei hohen Pegeln durch dieses zweite scharfe Filter gesteuert wird. Und dadurch kann man in erster Näherung sehr gut die ganzen sogenannte spektrale Maskierung beschreiben. Das heißt, die Fähigkeit des Gehörs, bestimmte Frequenzen zu hören und andere dann nicht mehr wahrzunehmen. Das ist hier angedeutet, wenn man zwei blaue Signale hat, die erregen, hier ist die Frequenzachse, hier ist eine Amplitudenachse, die erregen nicht nur eine Frequenz, bei der sie selber lokalisiert sind, sondern auch noch einen gewissen Bereich links und rechts davon, bei tieferen und höheren Frequenzen. Sie sind aber beide hörbar, während ein dritter Ton, eine dritte Komponente, die dicht daneben liegt, aber nicht so hoch in der Amplitude ist, dass sie an diese Flanken nicht herankommt, diese dritte Komponente, die ist nicht hörbar. Man kann also
diese Nichtlinearität beim Hören darin ausnutzen, dass man so ein Maskierungsmuster beschreiben kann und genau sagen kann, welche Komponenten des Signals sind überhaupt hörbar, welche sind überhaupt wahrnehmbar und welche sind maskiert, sind also durch die anderen Komponenten unhörbar gemacht worden. Diesen Trick, den nutzt man auch zum Beispiel beim MP3-Verfahren aus, also bei der Audiokodierung, dass man dort die Fehler, die man bei der Quantisierung macht, das Quantisierungsrauschen, so verteilt, dass man es in dem Signal versteckt. Ich kann Ihnen das mal anschaulich deutlich machen, wenn Sie das Originalsignal hören, das klingt vielleicht so. Und wenn man jetzt die Fälschung hört, MP3, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie keinen Unterschied hören werden. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie nichts gehört haben. Aber wenn man jetzt den Unterschied bilden würde, also einfach das Differenzsignal nehmen würde zwischen den beiden, dann klingt das so. Das heißt, man hat die ganzen Fehler, die man normalerweise bei einer Quantisierung mit ganz wenig Bits macht, so versteckt in dem Signal, dass man es nicht wahrnehmen kann. Und das ist ein bisschen der Trick, den man dann durchführen kann, wenn man ein sehr gutes Hörmodell hat. Die Hörmodelle, die beim MP3-Verfahren verwendet werden, die stammen aus den 50er Jahren. Also man kann im Prinzip durch bessere Hörmodelle eine höhere Verfahrenseffizienz gewinnen, eine höhere Verfahreneffizienz erreichen, aber es sind so viele Details bei der Normierung des Verfahrens drin, dass der Gewinn, den man noch erzielen kann, Kodierungsgewinn, relativ klein ist gegenüber dem Aufwand, eine neue Norm zu machen. Also insofern ist es hier nur ein Anwendungsgebiet, was aber schon bekannt ist für so ein Hörmodell. Man kann so ein Hörmodell aber auch nutzen, um den Effekt von Schwerhörigkeit und Schäden der Haarzellen zu beschreiben. Denn diese Haarzellen, die ja sehr sensitiv sind und sehr kleine Pegel auch gut verstärken können, die haben den Nachteil, dass sie auch relativ empfindlich sind. Das heißt also, bei zu hohen Lärmdosen machen sie irgendwann mal die Grätsche. Das kann man hier sehen, das sind die Haarzellen vor dem Disco-Besuch. Alle schön in Reihe und Glied und auch mit den sogenannten Tiplings miteinander verbunden. Also die Spitzen sind mit Membranverbindungen gut miteinander verbunden, sodass nur in einer Richtung die Haarzellbündel eine Sensitivität gegenüber Auslenkung haben. Nach dem Disco-Besuch sieht das so aus, ne? Also deutliche Schäden. Und man kann dann bei entsprechend häufigen Disco-Besuch oder wenn ein entsprechend hoher Schaden auftritt, diese Haarzelle nicht wieder regenerieren lassen. Das heißt, eine einmal bei Säugetieren verloren gegangene Haarzelle bleibt für immer kaputt. Das ist anders bei den Vögeln, da wächst das noch nach. Bei Säugetieren und Menschen hat man bei den Haarzellen im Innenohr dasselbe Problem wie bei anderen Haarzellen. Ne? Das heißt also, auch mit noch so viel Versprechung der Biologen ist es noch immer nicht möglich geworden, ein Mittel zu finden, um eben zum Beispiel einen Gentransfer zu machen von Vögeln zu Menschen und da eine verbesserte Resistenz gegenüber Hörschäden zu erzielen. Schlecht für die biologische Lösung, gut für die technische Lösung. Ne? Das führt nämlich dazu, dass die Leute, die sich mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten beschäftigen, auch auf die absehbare Zeit hinaus noch ordentlich was zu tun haben. Was ist jetzt der Effekt so einer Innenohrschwierigkeit? Also wenn man einen Ausfall der äußeren Haarzellen hat, führt das dazu, dass man gerade bei niedrigen Pegeln, in kleinen Pegeln, keine Verstärkung mehr hat, weil die äußeren Haarzellen dann eben ausgefallen sind und bei hohen Pegeln ungefähr dieselben Effekt hat wie bei auch bei Normalhörenden. Das führt zu dem sogenannten Recruitment-Phänomen. Recruitment, weil man zunehmend
H-Zellen erst bei höheren Pegeln rekrutiert. Das Recruitment-Phänomen äußert sich darin, dass der Schwerhörende fragt, wie bitte, ich sage, sprechen Sie mal etwas lauter, und dann redet man lauter und sagt er, aber nicht schreien, ich bin noch nicht taub. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass der Dynamikbereich, der nutzbare Dynamikbereich des Hörens stark eingeschränkt ist. Ich versuche Ihnen das mal ein bisschen akustisch näher zu bringen. Zunächst mal ein Musikstück mit Rauschen und etwas Sprache, so wie ein Normalhörender es empfinden würde. Also ein Musikstück, das ein bisschen lauter wird und so, was passiert jetzt? Ein individueller Schwerhörender mit Recruitment-Phänomen hat das Problem, dass zum einen die hohen Frequenzen stärker als die tiefen Frequenzen betroffen sind, das heißt, sie hören es alles dumpfer. Zum anderen hören sie einen gewissen Verzerrungseffekt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Verstärkung von kleinen und hohen Pegeln klingt der ganze Klangeindruck sehr verzerrt. Und vielleicht merken sie auch, dass die Dynamik nicht mehr ganz stimmt. Wenn man jetzt ein Hörgerät nimmt, dann kann man zwar den Gesamteindruck etwas verbessern, man kann also versuchen, wieder die hohen Frequenzen zu verstärken und damit eine gewisse Klangwaage hinzukriegen, aber diese Verzerrungswirkung des Hörverlusts, dass es eben doch verzerrt klingt, kriegt man damit nicht wieder hin. Also das heißt, selbst mit den besten Hörgeräten derzeit kann man nur sehr approximativ eine Verbesserung des Hörvermögens bewirken. Also das klingt dann vielleicht so. Die Standardmöglichkeit, wie man solche Kompensation für dieses Recruitment-Phänomen baut, ist eine sogenannte Multiband-Dynamik-Kompression, wo man also das Originalsignal in verschiedene Frequenzbänder anteilt und in jedem Frequenzband die Dynamik ordentlich reduziert. Das hat den Vorteil, dass man nur noch einen kleinen Dynamikbereich hat, aber den Nachteil, dass die spektralen und temporalen Kontraste eingeschränkt werden und dadurch die ganze Sprache relativ verwaschen klingt. Also das Original klingt vielleicht so und bei Multiband-Dynamikkompression klingt das Ganze so. Also nicht sonderlich angenehm. Eine Lösung ist, wenn man versucht, nicht nur all die Bänder zu verstärken, die auch in ein bestimmtes Analyseband hineinkommen, sondern wenn man auch dort ein Modell anwendet. Und ein Modell, mit dem man das beherrschen kann, ist das sogenannte Instantanfrequenzmodell, wo man davon ausgeht, dass in einem Frequenzband auf der Basilarmembran in der Cochlea nicht nur die Erregung und dass die Frequenzkomponente hereinfällt, die man verstärken will und komprimieren will, sondern auch noch Seitenbänder hineinfallen, die aber eigentlich da nichts zu suchen haben. Und um jetzt lokal entscheiden zu können, handelt es sich um ein Band, was ich haben will, was hier grün eingezeichnet habe, oder um ein störendes Band, was hier reinfällt, aber eigentlich dem Nachbarband gehört. Um das entscheiden zu können, kann man die Instantanfrequenz nutzen und immer dann eine Kompression, eine Verstärkung einführen, wenn dieser Abstand zwischen der tatsächlichen Frequenz und der Instantanfrequenz klein ist. Und wenn er zu groß ist, dann eben keine Aktion durchführen. Das führt zu einem Kompressionsalgorithmus, also einem Dynamikkompressionsalgorithmus, modellbasiert, der hier dargestellt ist. Man hat also wieder zwei Filter und eine instantane Kompression. Aber hier ist noch dieser Block Instantanfrequenz, wo eben die Kompression in dem zweiten Filterbank dadurch gesteuert wird, ob die Instantanfrequenz auch im gewünschten Bereich ist. Das hat den Vorteil, dass das Verfahren dann wieder im Vergleich zum Originalverfahren deutlich besser klingt. Also und Instantanfrequenz gesteuert klingt das dann so. Das heißt, ist zwar bei genauerem Hinhören gibt es noch Artefakte,
aber die Gesamtkompression ist erhalten, aber auch die spektralen Kontraste sind erhalten. Für Schwerhörner bringt das einen deutlichen Vorteil. Gut, diese Art der Dynamikkompression, Multiband-Dynamikkompression ist notwendig, um sowohl die Abschwächungs- als auch die Verzerrungskomponente von Schwerhörenden zu kompensieren. Man sollte das frühzeitig machen bei Schwerhörigkeit, um sozusagen nicht in einer bleiernen Stille zu versinken und auch schon bei einer beginnenden Schwerhörigkeit nicht die Fähigkeit zu verlieren, mit den ganzen scharfen und spitzen Details unserer akustischen lauten Umwelt auch umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sehr früh schon ein Bewusstsein dafür weckt, brauche ich ein Hörgerät oder brauche ich keins. Früher hieß es ja immer, mein letzter Wille, eine Frau mit Brille. Und heute gelten Brillenträger als schlau und Hörgeräteträger gelten immer noch als alt. Das ist eigentlich falsch. Fast ehrlich gesagt, fast genau verkehrt rum. Also wer ein Hörgerät trägt, zeigt eigentlich, dass er oder sie zum sozialen Leben beitragen will und alles mitkriegen will, was um einen herum passiert. Und wir haben langsam einen gewissen Wandel, dass die Hörgeräte auch immer schicker werden und immer mehr zu einem Modo-Accessoire ähnlich wie die Brille werden. Und eine Möglichkeit dafür ist es eben so einen Hörtest per Telefon zu machen, ganz heimlich, still und leise, weil man selber rausfinden will, ist es bei mir schon soweit oder nicht. Also können Sie hier anrufen. Oder eine individualisierte Hörunterstützung per Voice-over-IP, wo man sich einfach eingibt, was man für eine Hörunterstützung haben will und kann dann diese individuelle Hörunterstützung im Netz mitnehmen. Gut, soweit zum ersten Teil des Hörmodells, nämlich der peripheren Kompensation von Schwerhörigkeit. Wir kommen jetzt zu dem zweiohrigen Hören, zu dem sogenannten binauralen Hören. Das binaurale Hören ist schon seit den Tagen von Lord Rayleigh aus der Physiologie, der Physik und der Psychologie nicht wegzudenken. Er hat seinerzeit die Theorie geprägt, dass man bei tiefen Frequenzen aufgrund des Unterschiedes in der Laufzeit zwischen den beiden Ohren orten kann und bei hohen Frequenzen aufgrund des Unterschiedes in der Intensität zwischen den beiden Ohren. Das liegt einfach daran, wenn der Schall von der Seite kommt, kommt er an einem Ohr eher als an dem anderen Ohr. Das nutze ich eher bei tiefen Frequenzen aus. Und bei hohen Frequenzen führt er dazu, dass die abgewandte Seite abgeschwächt ist gegenüber der zugewandten Seite. Das kann man sich sehr gut auch am sogenannten binauralen Teich bei uns im Hörgarten in Oldenburg angucken. So überlegen sich Physiker, dass das Hören funktioniert und das binaurale zweiohrige Hören. Man hat also einen Wellengenerator, das ist also eine Kugel, die wird hoch und runter aktiviert, damit kann man so eine Kugelwelle erzeugen und in dem Teich breitet sie sich aus, wie eine schöne Kugelwelle und dann gelangt sie zum Kopf und so stellt sich ein Physiker einen Kopf vor, man hat also zwei Augen und zwei Ohrkanäle und anstelle der Trommelfelle sind im Gehörkanal einfach zwei Weinkorken, die also hoch und runter gehen, wenn die Welle einfällt. Und anstelle des Gehirns, was so ein bisschen den Ort herausfinden soll, gibt es da einfach nur einen Stock. Also so stellen sich Physiker das Gehirn vor, einfach einen Blechstock zwischen beiden Weinkorken. Und in der Mitte ist ein binauraler Detektor, der zeigt an, woher der Schall kommt. Wenn nämlich der Schall genau von vorne kommt, dann kommt der Schall an beide Ohren gleichzeitig an und die beiden Korken schwingen gleichsinnig und dann schwingt auch dieser Stock schön nach oben und unten nach vorne. Wenn der Schall von der Seite kommt, dann kommt der Schall auf dem einen Ohr ein bisschen eher an, auf dem anderen ein bisschen später. Man hat so eine Verkippung zwischen den beiden Weinkorken. Das führt dazu, dass der Stock auch ein bisschen zur Seite zeigt. Und das will ich Ihnen auch mal mit einem kleinen Video erläutern. Also hier ist die Quelle, hier ist der Index und Sie sehen, kommt von links und er wackelt so ein bisschen in die Richtung nach links. Und nach einiger Zeit kommt er dann von rechts. Man sieht, er wackelt jetzt hier zwischen links und rechts und zeigt also an, woher der Schall kommt. Das ist also die einfache Art und Weise, wie unser Ohr so diese Schalle lokalisieren kann. Es ist natürlich die Frage, was ist der kleinste Unterschied zwischen rechts und links, den man noch so eben hören kann? Ein Quiz, also
wenn man zwischen links und rechts vergleichen kann. Was ist der kleinste Unterschied? Was schätzen Sie? 0,1 Sekunden, 0,01 Sekunden, 0,001 Sekunden, 0,000001 Sekunden? Hm? Schwierig zu sagen, nicht? Wir machen. Na okay, wir machen es mal, machen jetzt mal ein bisschen nicht nur raten, sondern auch ein bisschen denken. Ne? Also als Akustiker weiß man die Schallgeschwindigkeit 300 Meter pro Sekunde. Was wäre der Weg, den man zurücklegen würde? Ne? Also in 0,1 Sekunden etwa 334 Meter. Der Kopf ist ein bisschen größer, ne? Ein bisschen kleiner als 34 Meter. Also das passt vielleicht nicht. Und auch die 3,4 Meter passt nicht. Also 50-50 Joker, ne? C oder D. But nu. Was ist jetzt richtig? Bleiben Sie noch bei C? Ja, wir können ja mal demokratische Physik machen. Wer ist für C? Okay, wer ist für D? Okay, das ist die Mehrheit und die hat recht. Also D ist richtig. Also ungefähr die kleinste und der kleinste Unterschied zwischen rechts und links, den man noch soeben wahrnehmen kann, ist in der Gegend von 10 Mikrosekunden. Also der 10-mal der millionste Teil einer Sekunde. Das geht bloß, weil wir zwischen rechts und links ganz massive Parallelverarbeitung haben, weil wir im Gehirn genau vergleichen können, was kommt auf der rechten Seite und auf der linken Seite an und wie kann das umgesetzt werden. Diese Mechanismen, mit denen wir Schall orten, die sind aber durchaus in die Irre zu leiten. Das möchte ich Ihnen hier mal klar machen. Wir haben zwei Lautsprecher und Sie sollen mal sagen, aus welchem dieser Lautsprecher kommt der Ton? Hier, ne? Ich habe ihn ausgestöpselt. Hier kommt er raus. Ne, glauben Sie nicht, ich kann es nochmal machen. Also, nochmal. Eindeutig, kommt von hier, ne? Und ich ziehe den Stöpsel, nichts passiert. Und wenn ich den Stöpsel ziehe und reinstecke, er kommt hier. Was ist passiert? Naja, aus dem einen Lautsprecher kommt ein Ton, ein Klick und dann nichts mehr. Und aus dem anderen Lautsprecher kommt ein langsam ansteigender Schall. Und das führt dazu, ich kann so einen Sinuston im Raum schlecht orten und ich orientiere mich an all dem, wo ich einen festen Anhaltspunkt habe und da höre ich einfach, das kommt aus dem Lautsprecher und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, das ist der Lautsprecher, wo es herkommt. Lass mich gar nicht davon entscheiden. Das ist also ein Bestandteil unseres binauralen Hörens und das binaurale Hören ist natürlich sehr wichtig, um in so einer sozialen Situation das Überleben zu sichern, nämlich alle Gespräche mitzukriegen. Und Schwerhörner haben insbesondere in solchen Situationen ein großes Problem, während die Normalhörenden normalerweise durch das Zweiohrige hören, also dadurch, dass sie von dem Gespräch, was sie hören wollen, an beiden Ohren etwas mitkriegen, dadurch haben die Normalhörenden einen gewissen Gewinn. Sie können also rechts und links miteinander vergleichen und können dadurch Nutzschall und Störschall besser voneinander trennen. Das machen sie also durch Untersuchen und Wahrnehmen des Unterschiedes zwischen rechts und links. Aber wenn man deshalb Schwerhörende mit einem Hörgerät nur auf einer Seite versorgt, bringt das nichts, weil man damit das nicht verbessern kann. Wenn man sie mit Hörgeräten auf beiden Seiten versorgt, dann kann es nur dann einen Effekt machen, wenn der interne Prozessor noch in Ordnung ist, also wenn das binaurale System, das zweiohrige Hören bei den Hörgeschädigten noch funktioniert. Was aber in der Regel nicht der Fall ist, denn das ist eins der ersten Sachen, die kaputt gehen. Einfach, wenn man eine kleine Asymmetrie hat zwischen den Ohren oder sobald die Verzerrungen in den Ohren überhand nehmen, dann kann auch der Vergleich zwischen rechts und links nicht mehr sehr viel auswirken. Das heißt also, man muss auch das binaurale Hören unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dass man sogenannte binaurale Hörgeräte baut, die voneinander was wissen, die also das Signal von links nach rechts und rechts nach links führen und daraus einen Vergleich zwischen den beiden Ohren durchführen. Und dieses binaurale Hören stand ein bisschen im Vordergrund unseres Zukunftspreisprojektes. Man kann dazu eine Reihe von Experimenten durchführen. Man kann sich zum Beispiel mit dem Kunstkopf Konzerte anhören. Dann kann man genau hören, aus welcher Richtung kommt was. Wir bieten einmal im Monat in unserem Haus des Hörens haben wir so einen Raum, wo die Akustik variabel ist. Da gibt es so ein Konzert, was per Livestream übertragen wird. Und da wird dann ab und zu mal die Akustik gewechselt. Da können sich die
Musiker, also die Akustik, zu ihrem Stück jeweils aussuchen. Dann spielen sie mal in der Opernhalle, dann wieder in der Kirche, dann wieder unter der Brücke. Also es gibt da eine Reihe von Variationsmöglichkeiten. Und ab und zu kommt dann jemand vorbei und streichelt den Kunstkopf über den Kopf. Und dann hat man als Hörer, wenn man das mit Kopfhörer hört, den Eindruck, dass jemand einem über den Kopf streicht. Es gibt auch eine Reihe von Podcasts zum Thema binauralen Hörens, lassen sich hier unter der Adresse runterladen. Das sind so Kriminalfälle, die man nur mit binauralen Hören lösen kann. Also der Protagonist Edgar Auris muss zum Beispiel ein Gespräch abhören in einem Opernfoyer und kann das nicht mit einem Mikrofon, da kommt nur Wortsalat. Und dann kommt er zum Schluss zu mir persönlich, ich muss mich selber spielen, und fragt, was er machen soll. Ich sage, ist doch klar, er muss doch binaural hören und er muss das mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Daraufhin nimmt er die Büste von Beethoven und bohrt die an, auf beiden Seiten jeweils ein Mikrofon, und kann dann damit das Gespräch abhören und dann den Fall lösen. Und die letzte Szene ist dann, hört man mit dem Beethoven, wie vor dem jemand steht und sagt, ich habe hier so ein Kaugummi, das will ich jetzt loswerden, wo kann ich das denn loswerden, und ach, da ist ja so ein Beethoven, klebt ihn ins Ohr und plötzlich hört man nur auf einer Seite was. Also ein netter binauraler Effekt. Man kann diesen Effekt eben auch ausnutzen für binaurale Hörgeräte, wo man eben die beiden Inputs hat und die verbraucht, die benutzt, um eine Lautheitskombination zu machen, Rückkopplungsunterdrückung, aber auch eine Störschallunterdrückung, eine binaurale Störschallunterdrückung, dass man also den Schall, der aus der gewünschten Richtung kommt, verstärkt und aus den ungewünschten Richtungen unterdrückt. Und das haben wir unter anderem in Prototypgeräten getestet und mit verschiedenen Firmen in kommerzielle Hörgeräte umgesetzt, sodass das inzwischen auch ein Produkt ist. Also die ersten Streaming-Hörgeräte sind inzwischen auf dem Markt. Und diese Entwicklung, dass man eben binaurale Hörgeräte mit echt binauraler Signalverarbeitung hat, das war dann auch die Grundlage jetzt für diesen Zukunftspreis. Ich möchte Ihnen aber selber einen kleinen Einblick davon vermitteln, ob Sie in so einer Cocktailparty bei binauralen Hören ein Problem haben oder nicht. Dazu möchte ich einen kleinen Schnelltest mit Ihnen durchführen. Sie hören jetzt einen Satz bei drei verschiedenen Pegeln und Sie sollen den Satz so schnell wie möglich verstehen. Wenn Sie ihn das erste Mal nicht verstehen, ist nicht schlimm. Wenn Sie das zweite Mal nicht verstehen, ist grenzwertig. Wenn Sie das dritte Mal immer noch nicht verstanden haben, dann treffen wir uns nachher draußen. Also mal gucken, dass wir den Satz hier präsentieren können. Moment, so. Tja, ich hoffe, Sie haben es gleich das erste Mal gehört. Ne? Thomas hat 12 große Autos. Das erste Mal wäre es für Normalhörende unter optimalen Bedingungen gut hörbar gewesen. Also die hier vorne sitzen, haben es vielleicht das erste Mal schon gehört. Das zweite Mal war es vielleicht verständlich für Leute, für Normalhörende, auch unter halligen Bedingungen wie hier. Beim dritten Mal, da war es im Prinzip bei einem Signal-Rauschabstand, der für Schwerhörende in so einem Raum mit Nachhall normalerweise adäquat wäre. Und Nutzer von Cochlea-Implantaten, die haben noch größere Probleme. Die brauchen noch mehr, ein noch besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Wir haben diesen Test, den sogenannten Göttinger Satztest, in allen möglichen Sprachen aufgenommen. Oder was haben wir hier? Diese Version. Oder sehr schön ist der Unterschied zwischen der britischen Version und der amerikanischen Version. Und damit kann man relativ gut auch bei Leuten, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, die Sprachverständigkeit messen und damit auch herausfinden, wie gut oder wie schlecht er oder sie noch hören kann. Ich hoffe, Sie haben mit diesem Test zumindest im Deutschen bestätigen bekommen, dass Sie noch halbwegs gut hören können. Gut, Hörgeräte heute, die sich dann anbieten für den Fall, dass Sie doch schon leichte Probleme haben oder sich das nochmal mit dem Hörtest per Telefon verifizieren lassen wollen,
Die haben den Vorteil, dass sie schon deutlich modischer sind als noch vor 20 Jahren. Sie sind auch technisch viel, viel, viel besser geworden. Das Image als Prothese schwindet Gott sei Dank langsam. Also sind nicht mehr nur fleischfarbend, die Hörgeräte. Die sind sehr leistungsfähig, haben eigentlich die Leistungsfähigkeit von modernen Hochleistungsprozessor mit 1,2 Volt Batterie und über eine Woche lang Laufzeit. Inzwischen gibt es die ersten voll binauralen Geräte, die ein Streaming machen, also die das Signal von rechts nach links und von links nach rechts übertragen und bieten nicht nur eine Verstärkung mit Dynamikkompression an, allerdings nur in wenig Bändern, sondern auch eine gewisse Störunterdrückung, die allerdings nur in einfachen akustischen Situationen funktioniert und eine gewisse Programmauswahl. Das führt dazu, wenn man akustische Situationen klassifiziert nach der Zahl von Störschallquellen und nach dem Ausmaß des Nachhalls, dann sind die einfachsten Situationen die, wo man nur wenig Störschallquellen und wenig Nachhall hat. Zusätzlich kompliziert wird es, wenn Nachhall noch hinzukommt oder wenn mehrere Leute um einen herum sitzen. Und noch schwieriger wird es, wenn man die Kombination von beiden hat. Heutzutage sind Hörgeräte in der Lage, eben mindestens oder zumindest eine Störschallquelle zu unterdrücken und in nachhallbehafteter Umgebung ein wenig zu bewirken. Wir wollen natürlich, dass es immer weiter in solche schwierigen Situationen geht, dass man wirklich ein Hören wie gestern nicht nur erreicht, sondern auch deutlich machen kann. Also man möchte einen vollständigen Ausgleich der Behinderung haben, sozusagen ein Hören wie früher zu ermöglichen. Aber das ist noch ein gewisser Weg dahin. Wir haben auf den letzten 10 Jahren schon sehr viel erreicht und ich bin eigentlich froh und stolz drauf, aber wäre dann wohl noch schöner, wenn es nicht noch ein bisschen was zu tun gäbe. Gut, damit kommen wir zum letzten Teil. Nachdem wir so ein bisschen die binaurale Störschallunterdrückung angeguckt haben, kommen wir noch ein bisschen zur Kognition. Es kommt eben nicht nur darauf an, was wir wahrnehmen, sondern auch darauf, wie wir es interpretieren, was wir darauf machen. Und da möchte ich Ihnen eigentlich ein Beispiel präsentieren, um zu zeigen, wie wichtig das die Hörerfahrung und die Erwartung ist. Und zwar möchte ich Ihnen ein Musikstück vorspielen, wo ab und zu Rauschen zu hören ist. Und achten Sie mal daran, ob es Ihnen bei dem Musikstück irgendwas auffällt. Das ist eigentlich ein schönes, durchgängiges Musikstück. Ich hoffe, Sie haben alle Robbie Williams gehört, ne? Sozusagen schon durchgängig. Da war natürlich immer das Rauschen, das störte, aber man hat Robbie Williams gehört. Ne? Was Sie in Wirklichkeit gehört haben, war das. Sie haben in Wirklichkeit Musik immer nur unterbrochen von Lücken gehört und in den Lücken waren Rauschen. Wenn ich jetzt das Rauschen wegnehme und nur die Lücken vorspiele und die Musik sozusagen unterbrochen von Lücken, dann klingt das so. Klingt unmöglich, ne? Klingt nicht wie Musik, ne? Aber wenn man das eben anders macht, in diesem Fall, da klingt die Musik wirklich durchgängig, obwohl sie gar nicht physikalisch da ist. Das heißt, wir haben so eine Art Robbie Williams-Emulator in unserem Kopf, der in der Lage ist, also die Lücken so auszufüllen, dass die natürlichste Erklärung für das Rauschen auftritt. Nämlich die natürlichste Erklärung ist, das Rauschen ist sehr laut und da drin spielt Robbie Williams weiter, also brauche ich mich gar nicht darum zu kümmern, das dudelt irgendwie weiter. Also wir können nochmal darauf achten, ob Sie jetzt auch wirklich Robbie Williams kontinuierlich hören. Und jetzt, wo Sie als Experte drauf hören, werden Sie natürlich merken, dass Robbie Williams nicht kontinuierlich singt. Es fällt natürlich schwer, sich dieser Illusion sozusagen zu entziehen. Aber es zeigt eben, wie wichtig unsere Erwartungshaltung und unser Background dabei ist, das zu bewerten, was wir hören. Gut, ich möchte so ein bisschen zum Schluss kommen. Man darf über alles reden, nur nicht über eine Stunde, wurde mir gesagt. Ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, dass die Physik des Gehörs durchaus spannend ist, weil zwischen den Ohren noch viel zu entdecken ist.
dass man aus dem Wechselspiel zwischen Experiment und Theorie auch einiges an Anwendungen ziehen kann und dass man unter anderem nichtlineare Filter für die Beschreibung des Innenohrs nutzen kann, mit Anwendungen wie MP3-Kodierung, aber auch Hörgeräte, und dass wir den binauralen Vergleich brauchen, sowohl um Schall zu orten als auch Störschall zu unterdrücken, und dass man das natürlich auch nutzen kann, um eine Verbesserung durchzuführen. Ja, damit möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, noch ein bisschen hinweisen, dass diese ganzen Arbeiten, die notwendig sind, als Voraussetzung dafür, ein Hören für alle zu erreichen, für alle Personen, die einen Hörverlust haben, von den geringgradig Hörstörenden, gerade mit einer beginnenden Hörstörung, die eine Hörunterstützung im Alter brauchen, bis hin zu den hochgradig Schwerhörenden, bei denen eben eine Implantation, eine Cochlea-Implantation oder eine sonstige implantierbare Hörhilfe das Mittel der Wahl ist. Und das entspricht dann eben dem Motto, was wir uns mit unserem Cluster gewählt haben. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mal nach Oldenburg kommen, können Sie auch gerne Platz mal in diesem Hörthron nehmen. Ja, vielen Dank.